Stolz sind sie auf jeden Fall, aber sie sind auch enttäuscht, oder nicht enttäuscht, also sind traurig, dass ich weggehe und dass ich jetzt erstmal ein Jahr ziemlich weit weg bin. Also jetzt nicht Berlin und Köln, das ist halt auch schon weit, aber jetzt nochmal ein Stück weiter. Sind sie halt traurig, aber freuen sich für mich. Die Tasche ist gepackt, das Abenteuer kann beginnen. Die Freunde und die Familie, sie werden in den nächsten Wochen ihren Marvin nicht so häufig zu Gesicht bekommen. Denn der Torhüter, der zuletzt in Diensten von FAS Berlin und den Eisbären Juniors gewesen ist, wurde vom CHL-Club Scheibenigen Cataracts gedraftet. Das ist einer der weltbesten Juniorenligen und ich bin sehr gespannt, wie es da wird und freue mich auf eine gute Saison. Ich habe gedacht, eine gute Sache für ihn, habe ihn gratuliert und muss er sich nur beweisen und dann kann er mal ganz großer werden. In Kanada beginnt für den U20-Nationaltorhüter, der bei den Kölner Haien in Krefeld und bei den Eisbären Juniors das Eishockeyspielen erlernte, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ja, also wohnen werde ich auf jeden Fall in einer Gastfamilie. Das wird der Verein aussuchen und wird alles für mich organisieren. Ich brauche eigentlich nur dahin zu fliegen und da zu spielen. Und Englischkenntnisse sind auf jeden Fall vorhanden, ja. Mal gucken, man lernt ja auch mit der Zeit. Doch bevor das Abenteuer Kanada ruft, lockt erst einmal die U20-WM. Zusammen mit nun Ex-Mannschaftskollege Henry Hase soll erstmal ein klares Ziel ins Auge gefasst werden. Ja, also wir gehen ja zur Nationalmannschaft und wir wollen uns da beweisen, dass wir dann auch später bei der AWM dabei sind. Wollen ein bisschen Kontakt wieder mit dem Team aufnehmen und uns einfach wieder auf die Saison vorbereiten, ein bisschen Eis jetzt wieder das erste Mal und einfach wieder ein bisschen reinkommen. In erster Linie mich optimal vorzubereiten für die U20, für Kanada jetzt und die Eiszeit zu nutzen, Spiele zu kriegen, um wieder in Lauf zu kommen und dann nach Kanada zu fahren. Eis unter den Kufen, dies hätten die restlichen Mannschaftskollegen von den Eisbären Juniors bzw. von FAS Berlin auch gerne mal wieder. Denn derzeit wird streng nach der Maxime von Hartmut Nickel, dass ein guter Eishockeyspieler im Sommer gemacht wird, erst einmal fleißig an der Kondition gefeilt. Es ist sehr hartes Sommertraining, aber es macht auch riesen Spaß mit der Mannschaft. Wir kennen uns jetzt alle schon ziemlich lange und es macht einfach riesen Spaß, dass alle zusammen trainieren. Also Tatsache ist, dass wir jetzt ja schon seit gut 2 Monaten trainieren. Und natürlich ist es mit sehr großer Anstrengung verbunden. Allerdings macht es natürlich mit den Teamkameraden sehr viel Spaß auch wiederum. Damit der Sprung von den Eisbären Juniors, die in der letzten Spielzeit deutscher Vizemeister geworden sind, hin in die Oberliga zu FAS Berlin klappen kann. Wir spielen ja alle nächste Saison von den 94ern bei der Oberliga mit, bei FAS. Und teilweise auch bei der DNL-Mannschaft, den Eisbären Juniors. Und ja, auf jeden Fall ist das Ziel in der DNL das Finale und in der Oberliga natürlich die Meisterschaft zu holen, in der Oberliga Ost auf jeden Fall. Ja, klar war die letzte Saison sehr erfolgreich für das ganze Team. Jetzt für die nächste Saison wahrscheinlich dann für FAS Berlin Oberliga, aber trotzdem auch noch in der DNL. Mal schauen, wie es wird. Ein gedrafteter Jungtorwart, internationale Aufgaben und klare Ziele für die kommende Spielzeit. Es passiert derzeit wieder viel im Umfeld der Eisbären Juniors und von FAS Berlin.